Leute. Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir mit den Siouxs angeln, mit den Alien Siouxs angeln. Achtet bitte drauf, es ist immer eine limitierte Edition, es kann bereits ausverkauft sein, wenn wir die haben. Wir wollen euch ein paar Unterwasseraufnahmen nochmal zeigen, wie sich die Siouxs unter Wasser verhalten, beziehungsweise die Alienköpfe und der Rundkopf, der dabei ist. Dazu sagen wir dann gleich mehr in dem Video. Wir werden das Video wahrscheinlich mischen, weil wir beim letzten Mal schon gefilmt haben und es sind einige Dinge da leider schief gegangen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen. Alien 3,5 Tanzchen Haken mit einem, ich glaube, 5er oder 6er Haken. Bin mir nicht ganz sicher. Kickhaken. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, Aliens 3,8 mm Tanzkenhaken, ne? Tanzkenkopf mit, wie gesagt, ich bin mir wirklich unsicher, aber ich gehe von einem 6er, vielleicht ist es auch ein 8er Haken, Jig-Haken. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Max aus. Und auch die Aliens ohne Widerhaken. Wollen wir mal schauen. Wie wir sehen können, wieder ein Mac mit dem Alien. Auch das funktioniert. Ich habe die Forelle natürlich auf Sicht gefangen, habe es gesehen, aber es funktioniert. Ja, natürlich. Bisschen mehr abgeht. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, das hat geklappt. Vierer Größe Haken. Dann der Indigo Gold und der G-Kopf. Super, weiter geht's. Ja Leute,
Wie ihr seht, keine andere gibt's hier, ne? Jedes Mal, wenn ihr... Ja. Ja, Leute, wie ihr seht, es ist nichts anderes. Hat bei der Rambo Box auch. Hier die Alien Box, die Tanzkuh, die sind einfach etwas tiefer. Dass die tiefer laufen. Aber auch das kann man manipulieren, indem man die Hüte ein bisschen hochzieht oder etwas schneller einkurbelt. Ja, am besten immer wieder ein bisschen rütteln an der Route, dass sich die Bewegungen da, dass sich die Würmer ein bisschen bewegen. So haben wir gerade die Goldforelle zum Beispiel zum Anbiss gelockt. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Entweder monoton einkurbeln oder immer mal so leichte Rötler oder auch dauerhaft. Und dann halt immer mal mit der Route ein bisschen spielen, je nachdem, wo die Forelle steht. Ja Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann bleibt mit einem Abo dran. Es wird noch weiteres folgen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Super, okay, ciao.